Dieses Dach hinter mir eignet sich wohl nicht unbedingt für eine Photovoltaikanlage. Im Lungau werden derzeit so viele Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Gebäuden gebaut wie noch nie zuvor. Einerseits, weil es eine Initiative dazu gibt und andererseits, weil der Lungau als sehr sonnenreich gilt. Damit hat die Region die allerbesten Voraussetzungen für Stromproduktion aus der Sonne. Die Landwirtschaftskammer hat gemeinsam mit dem Greentech-Unternehmen Salzburg AG deshalb im Sommer ein besonderes Projekt gestartet. Das Projekt der Salzburg AG ist 50 PV-Anlagen auf Lungauer Bauernhöfe. Das Projekt umfasst die Planung der Anlagen, das Abklären des Förderthemas, des Netzanschlusses und dann praktisch die Errichtung der PV-Anlagen und die Inbetriebnahme. Also ein Gesamtpaket für die Lungauer Landwirte. Und das nehmen die Lungauer Bauern sehr gerne an. Eigentlich sehr gut. Also wir haben jetzt 100 Interessenten, wir haben schon 50 Verträge und es sind jetzt ca. 10 Anlagen im Bau, die heuer noch in Betrieb gehen werden. Die bereits fixierten Anlagen werden demnächst über 1 Megawatt Peak an Strom liefern. Tendenz stark steigend, denn immer mehr Landwirte wollen eine PV-Anlage auf die Dächer ihrer Höfe. Markus trifft heute einen von ihnen, Johann Petzelberger. Die Familie von Hans lebt seit vielen Generationen von der Landwirtschaft. Die Kuh denkt sich schon, was mache ich jetzt da? Zwei Rindviecher am gleichen Fleck. Wo sind wir jetzt und was macht ihr ganz genau? Ja, wir sind da in Mautendorf und wir haben einen Betrieb da mit Zimmervermietung und Milchviehwirtschaft mit Aufzucht dazu und sind momentan dabei beim Montieren von Photovoltaikanlage. Wie groß ist die Photovoltaikanlage? Wie kann man sich das vorstellen bei euch? Nein, die Photovoltaikanlage hat 144,5 kW Peak, ist am Stall montiert nachher, auf beidseitig, also ost- und westseitig. Wie seid ihr jetzt auf die Idee gekommen, so eine überdimensional große PV-Anlage aufs Dach aufzugeben? Weil man den Betrieb auch in Zukunft mehr auf erneuerbare Energie, also Strom, umstellen will, also weg vom Traktor mit Dieselmotor hin zu Elektroantrieb. Ich sage jetzt, beim Traktor wird es nicht geschwind gehen, aber bei der Fütterungstechnik und bei den Sachen, da steigert sich der Verbrauch noch. Und da braucht man jede Menge Power? Da braucht man Power, ja. Um die große Anzahl an neuen Photovoltaikanlagen zu bewältigen, hat die Salzburger AG Partner. Günther Schneider ist einer von diesen Experten, er hat die Montage genau im Blick. Jetzt ist es heute ein bisschen bewölkt und ein bisschen trüb. Arbeiten die PV-Paneele da auch richtig mit voller Power oder wie schaut es da aus? Das hat sich natürlich schon extrem verbessert in den letzten 2-3 Jahren. Das heißt, die Qualität der Module ist natürlich viel besser geworden. Bei so einem Wetter wie heute haben wir ungefähr einen 25-prozentigen Ertrag. Das heißt, das Schwachlichtverhalten hat sich verbessert. Und was natürlich viel besser geworden ist, ist die Leistungsgarantie, das heißt, du hast bei diesen Modulen eigentlich eine Leistungsgarantie auf 25 Jahre, wo die Module in ungefähr 84% Leistung bringen. Das heißt, auch wenn das Dach Richtung Osten ausgerichtet ist, brachte das jetzt was, oder? Ja, genau, weil das hat sich natürlich extrem verändert. Das heißt, man hat eigentlich vor 3 bis 4 Jahren ja eigentlich nur auf die Südseite gedacht. Ja. Aber wenn ich sage, ich montiere Osten und Westen, wird die Kurve natürlich flacher. Das heißt, das ist gerade ein Thema bei den Landwirten natürlich, die was in der Früh Strom brauchen und auf Nacht den Strom brauchen. Ja, glaube ich natürlich im Osten den Strom schneller, im Westen den Strom länger und das ist natürlich ein großer Vorteil. Das heißt, wir flachen die Kurve ab und der Eigenverbrauch steigt dadurch. Was sagst du jetzt zu dem Umstand, dass im Lungau ja sehr, sehr viel Sonne gibt, aber auch sehr, sehr viel Dächer offensichtlich? Da wird euch die Arbeit jetzt in der nächsten Zeit nicht ausgehen, schätze ich mal tief. Derzeit haben wir ungefähr abgeschlossen, ca. 50 Landwirte, die sich aktuell schon entschieden haben. Nur das werden jetzt natürlich immer mehr, weil so wie es da jetzt da ist, der Landwirt baut, der Nachbar sieht es und sagt natürlich auch, du, was ist da und wieso habe ich sowas nicht. Das heißt, wir gehen davon aus, dass natürlich in Zukunft natürlich sich immer mehr entscheiden werden. Was natürlich auch hilft, ist der aktuelle Strompreis. Ja, aber wie du ja schon gesagt hast, wir haben hier natürlich um 20% ja mehr Ertrag wie zum Beispiel in der Stadt Salzburg. Ja, durch die Höhenlage und die viele Sonne, was wir natürlich im Lungau haben. Dennoch, die Idee musste erst geboren werden. Einer der Initiatoren des Projektes 50 Höfe ist Josef Krakaba. Er ist selbst Landwirt und beschäftigt sich nicht erst seit ein paar Tagen mit Photovoltaik, sondern schon seit vielen Jahren. Ich verleihe jetzt gleich einen Titel, ja?
PV-Anlagen-Pionier im Lungau. Und wo sollte man sonst PV-Anlagen bauen, als dort, wo die Sonne am meisten scheint im Bundesland Salzburg, oder? Wobei ganz der erste Pionier war ich nicht, ich war sozusagen der zweite Pionier. Landwirtschaftslehrer von Dampfweg hat die erste Anlage gebaut. Und bei mir war die selber schon ein bisschen im Hinterkopf. Und ich bin froh, dass ich es damals da habe. Ich war einer von denen, die erste größere gebaut haben. Und ich fühle mich recht gut dabei, weil es sehr, sehr auszahlt halt bisher. Du hast ja mehrere PV-Anlagen. Das ist eine deiner Freiflächen, aber jetzt geht es aufs Haus nachher auch noch auf, oder? Wir haben voriges Jahr einen neuen Stall gebaut und da haben wir die ganzen Vorkehrungen eigentlich schon getroffen. Das war für mich eigentlich klar, dass ich da wieder was aufgetue. Mit dem Projekt, das wir jetzt mit der Salzburg AG miteinander gestartet haben, die 50 Höfe, bietet sich das natürlich noch mehr an. Und ich hoffe, dass sie bald kommen und mir die Module aufgebaut. Wie viel Strom erzeugst du persönlich? Mit der kleinen Anlage bin ich ca. bei 24.000 Kilowattstunden und mit der großen bin ich bei 210.000. Und wenn du jetzt ein bisschen so weiterdenkst in die Zukunft, was ist dein persönliches Ziel? Energieautark in dem Sinn bin ich eigentlich schon. Ich will nur jetzt in der Zukunft vielleicht noch einmal im Zuge von einem Blackout abgesichert sein, dass ich auf mein Einfamilienhaus noch was aufgetue. Und beim Stall eben möchte ich das jetzt auch so machen, dass man, wenn der Strom ausfällt, dass ich wenigstens mit meiner Anlage den Stall weiter betreiben kann. So wird der Landwirt, was den Strom angeht, zum grünen Selbstversorger. Das gefällt Markus so sehr, dass er Wolfgang jetzt gleich noch im Stall helfen will. Das also ein richtig produktiver Arbeitstag heute im wunderschönen Lungau. Das Vieh haben wir gefüttert, Solaranlagen haben wir Richtung Sonne ausgerichtet. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit dem weiteren Programm der Salzburger. Und ihr kriegt noch ein bisschen happy happy. Hein? Wie schaut's aus, Mädels?